Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben, trotz der letzten etwas schwierigen Folge Phoenix Wright. Ich fasse euch ganz kurz zusammen, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben festgestellt, Larry ist ein Idiot. Auch wenn er sich jetzt anders nennt. Ja. Er hat sich aber in der letzten Folge, nachdem wir, also ich glaube, wirklich 30 Minuten oder sagen wir 25 Minuten gebraucht haben, ihn dazu zu bewegen, endlich mal vielleicht in Richtung Wahrheit zu gehen. So langsam, es könnte sein, dass da mehr hintersteckt als einfach nur Unfähigkeit, weil er schon so, ne, ist zweimal aufgewacht und jetzt will er aber wirklich die Wahrheit sagen und das sind 15 Minuten, die nicht ganz uninteressant sind, die Larry bei fraglicher Mordnacht an einer brennenden Brücke verbracht hat und er möchte noch nicht so richtig mit der Antwort auf die Frage rausrücken, was er da gemacht hat und das ist das, was jetzt eigentlich interessant wird. Das heißt, wir sind quasi auf einer Straße mit zwei Abbiegemöglichkeiten. Entweder Larry wird auf immer ein Idiot bleiben oder da steckt doch leider, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, was besser ist, ein bisschen böses Genie dahinter. Ich möchte mich noch nicht festlegen. Genau, wir werden es ja hoffentlich in dieser Folge rausfinden, es sei denn, das ist jetzt wieder... Es sei denn, wir sehen uns in 30 Minuten wieder und wir sagen, ja, wir haben ungefähr wieder gar nichts gewonnen. 30 Minuten Idiotie. Aber wir wollen jetzt mal, hier steht es ja schon, die fehlenden 15 Minuten, die Zeit, über die er uns noch nichts verraten wollte und wo er ja ganz ominös gesagt hat, ja. Willst du das wirklich wissen? Ja, und das war auch in so einem Tonfall, wo ich schon so dachte, oha, Larry? Genau. Obacht. Hören wir mal rein. Mal gucken, was er sagt. Wäre natürlich sehr lustig, wenn Larry Butz, Entschuldigung, gleich geht's. Es wäre natürlich sehr lustig, wenn Larry Butz tatsächlich gar nicht der echte Name ist, sondern dass er in Wahrheit wirklich ein Anonym ist. Das fände ich auch. Und weißt du, dass halt, dass Larry Butz einfach die ganze Zeit nur Fake war. Naja. Ich bin ein Anonym. Ich bin Künstler. Was denkt ihr, was ich getan habe? Die brennende Brücke gemalt? Ich habe gezeichnet vor der Brücke. Ich war gefesselt im Rausch der Kunst. Okay. Erinnert euch an diese zwei Straßen? Der Blinker ist auf die eine Seite, auf die linke Seite gesetzt. Den Schock und die Ehrfurcht, die ich empfand, alles habe ich aufs Blatt übertragen. Bevor es mir bewusst wurde, war die Flamme aus und er kam angerannt. Dann muss es ja aber diese Zeichnung geben. Das war ja eine Aussage. Dann haben wir jetzt ungefähr wie viel gebraucht? Ich glaube, Künstler sind ein seltsames Volk. Das ist richtig. Ich bin bereit... Alles für das perfekte Bild zu opfern. Selbst die Wahrheit, so wie es sich anhört. Yep. Hedruff, hat das Ihre letzte Zweifel beseitigt? Nicht alle, euer Ehren. Ein letzter Zweifel bleibt noch bestehen. Und welcher wäre das? Das ist eine erstaunlich glaubhafte Geschichte, vor allem von ihm. Aber warum dachte er, sie bis jetzt vor uns verheimlichen zu müssen? Ich habe vor, ihm den Grund dafür aus der Nase zu ziehen. Das wirst du noch bereuen, Edgy. Oho. Blinker ausgemacht. Was, Blinker ausgemacht? Naja, der Blinker auf der Straße, wo links als Idiot, rechts böses Genie. Ich bin noch in meiner eigenen Welt. Ich habe deine Metapher habe ich kurz verloren. Naja, das ist, deswegen werde ich dich immer wieder daran erinnern. Sag uns, Larry... Mein Name ist Lori, sag's endlich richtig. Solche Fehler machen dich bei den Damen unbeliebt, im Gegensatz zu mir. Wer genau sind sie eigentlich? Frage. Ich bin Lori, so ein außerordentlicher Schüler. So nennt er sich jedenfalls selbst. Dann sind sie Künstler. Ja, natürlich. Ich bin Künstler. Das einzig Wahre. Und wieder, so bezeichnet er sich selbst. Namen tun nicht zur Sache. Was? Es gibt nur eine Sache, die ich wissen möchte. Was hast du getan? Das ist wirklich die große Frage. Eieiei. Ich habe gezeichnet vor der Brücke, ich war gefesselt. Es muss ja dieses Bild geben. Gezeichnet? Die brennende Brücke? Die brennende Brücke und alles, was dazugehört hat. Wenn er jetzt gezeichnet hat. Wie Iris mit einem Benzinkanister. Also, dann bin ich höchst beeindruckt. Das ist wunderschön, Iris. Mehr. Die brennende Brücke und alles, was dazugehört hat. Links brennt es noch nicht richtig.
was dazugehört hat? Oh nein, Spiel, nein! Larry hat doch nein, nein! Du willst es aus meinem Mund hören, Edgy, nicht wahr? Das müssen wir heute, das Bild. Genug. Hol ein lächerliches Bild schon raus, Zeuge. Oh, Tom. Kunst. Kunst. Wovon redest du? Ich weiß nicht, was du meinst. Scheint wirklich die schnellste Lösung zu sein. Ich überlasse es Ihnen, Herr Atreth. Was soll ich machen? Ich habe das schreckliche Gefühl, dass ich, sobald das Bild enthüllt wird, die ganze Welt durch die Darstellung in diesem Bild verändern könnte. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Es sein lassen. Nein, nein. Lieber nicht. Larry, frage mich, ob du uns dein Bild zeigen könntest. Bitte? Oh, bitte. Gut, gut. Selbst ich hätte nie gedacht, dass es so werden würde. Dass es wie werden würde. Dass Loris Nonims Debüt hier und heute sein würde. Au, 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 ouch. Zeig es sofort. Oh, ich bin gespannt. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Okay. Oh, wenn das einfach... Oh, Tom, es gibt so viele Möglichkeiten, wie das ganz, ganz toll werden kann, was jetzt passiert. Es könnte wirklich so eine Kinderzeichnung sein. Ja. Richtig bitter. Es könnte aber auch einfach ein Hieronymus Bosch der Neuzeit werden, mit Details, wo noch Äonen in der Zukunft WissenschaftlerInnen sitzen werden und sagen, ah, mal hier und da ist einfach das Abbild der gesamten Gesellschaft drin. Mhm. Und dazwischen kann auch alles sein. Deswegen wird es super. Okay, es ist so ein Mittelding. Also es ist eher so... Es ist ein hochgerendertes DS-Bild. Auch. Ja, auch. Dürfen wir... Nee, Game Boy Advance-Bild wohlgemerkt. Dürfen wir nicht vergessen. Das ist die Welt von Loris Donim. Damn. Damn Neem finde ich auch gut. Nun, das ist dann also, das ist die Dämmerbrücke, richtig? Eine ziemlich große Brücke, nicht wahr? Ihre Antwort, Frau von Gama. ja, nun. Ihre künstlerische Einteilung, Frau von Gama. Das ist ein besseres Bild, als ich erwartet hatte. Nicht wahr, nicht wahr? Ich habe damit gekämpft, die Flammen darzustellen, echt? Ja, ich bin mir sicher, dass Sie das getan haben. So Abscheu. Ja, ja. Wie sich freut. Das wird unschön werden. Anscheinend hat keiner den Mut, es zu sagen. Dieses rätselhafte fliegende Objekt. Larry. Was? Die brennende Brücke ist ja gut. Aber was soll diese armselige Figur dort sein? Ha, du hast sie bemerkt. Ich dachte mir schon, dass du das tun würdest. Wie sehr ich es auch ignorieren wollte, ich kann es nicht. Das ist natürlich Iris. Iris! Ich wünsche, sie würde besser auf sich aufpassen. Wir haben Zukunftspläne, weißt du? Was wäre passiert, wenn sie sich beim Fliegen verletzt hätte? Was wäre passiert, Mats? Was wäre passiert, wenn sie sich beim Fliegen verletzt hätte? Larry, bitte, beantworte die nächste Frage bitte ehrlich. Okay. Behauptest du wirklich, das gesehen zu haben? Ist hart am Grübeln. Wir haben kein Bild von der Brücke, ne? Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Nee, sicher wirklich nicht. Mats, was teile deine Gedanken mit uns. Das Bild ist falsch rum. Mhm. Die fliegt nicht, sie fällt. Also fliegt man ja auch.
Aber ich glaube jetzt, nämlich, dass Bild diese... Hatten, wo die Streben nach unten oder oben genau, gehen. Genau. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese Streben, ob das nicht Stützen waren. Mhm. Oder ob sie, hingen. Oder ob die hingen. Es... Naja. Über die brennende Brücke fliegen sehen, also, ne? Fliegen. Yep, das habe ich gesehen. Deshalb habe ich es gezeichnet. Ich bin Künstler, ein wahrer Künstler. Bist du high? Das Mädchen in dem Bild ist ziemlich hoch oben, ist sie da. In dem Bild, ach so, ja. Ich muss auch ganz zweimal lesen. Wofür war das denn? Das ist alles ein schlechter Traum. Ich habe dich auf die Wange geschlagen, um diese Theorie zu testen. Bitte peitschen Sie ab jetzt Ihre eigene Wange, wenn Sie wilde Theorien ausprobieren. Wie auch immer. Kein Gericht wird jemals anerkennen, dass Menschen fliegen können. Es gibt immer einen Präzedenzfall. Naja, sehr gut. Sie ist ziemlich hochgeflogen, meine süße Iris. Ziemlich hochgeflogen. Meins. Naja, was könnte, also... Es wird ein Marvel-Crossover. Ja, ist, ja. Marvel vs. Capcom hat auch den Weg gefunden in Phoenix Wright. Also sie kann natürlich runtergefallen sein. Er hat es falsch rum. Aber es kann auch anders sein. Also, weil ich traue diesem Spiel zu, dass es eine andere absurde Erklärung dafür gibt. Aber falsch rum, finde ich, ist gerade my way to go. Sie war mindestens 10 Meter über der Brücke. Das war eine wirkliche Augenweide. Oder er hat sie halt verwechselt. Also, hä? Ja, das ist genau das, was das Spiel gerade möchte. Machen wir weiter. Dabei muss es sich um eine Art Fehler handeln. Herr Edgeworth, bringen Sie den Zeugen bitte wieder auf die Erde. Was? Ich? Der Zeuge ist Ihr Freund oder etwa nicht? Schuldig der Beihilfe an großer Dummheit, Miles Edgeworth. Lassen Sie uns zum Kreuzfeuer zurückkehren, notfalls mit Gewalt. Oha. Herr Edgeworth, ich erwarte, dass Sie den offensichtlichen Widerspruch hier aufdecken. Ja, euer Herrn. Sieht so aus, als hätte ich noch einen Grund, mich an diesen Trottel zu erinnern. Wow. Nun, was haltet ihr von meinem Debütwerk? Das ist mein Debüt. Mats ist sich noch nicht sicher. Nehmen Sie das Ding von mir weg! Das bringt Unglück. Zeigt das überall rum. Das grässliche Bild zeigt, was er an jedem Abend gesehen hat. Lemmys Bild, okay. So grässlich ist es gar nicht. Heilen Sie sich und nehmen Sie ihn ins Kreuzfeuer! Aber Dali! Ja, Mats, was möchte uns der Künstler hiermit sagen? Also, wie gesagt, ich bin bei falsch rum. Ich bin mal falsch rum. Die Musik in diesem Spiel ist so gut. Ich bin mal falsch rum. Aber die Frage ist natürlich, warum Larry also das selber nicht. Es sei denn, der Check, obwohl er sagt doch fliegen. 10 Meter. Er sagt fliegen und sie war drüber. Ich bin ein Unie, ich bin ein Künstler, was ich getan habe. Larry, du bist Larry. Sag uns, Larry. Nee, das hatten wir schon. Hatten wir alle schon. Jetzt wieder am Anfang. Ich wollte gerade sagen, das kam mir gerade so bekannt vor. Ja, wir sind am Anfang der Aussage. Du musst quasi wieder hin zu dem, was jetzt neu ist. Vor der Brücke, ich war gefesselt im Rausch der Kunst. Nee, weiße Haube kann auch nicht sein. Weil sie hat sie abgelegt. Das ist ein guter Punkt. Es war nicht Iris, was er gesehen hat. Von wo aus hast du diesen Anblick genossen? Hey, das ist kein Grund, hier unnötig laut zu werden. Naja, guck, er hat... Als ich in der... Oh Mann, Larry! Ah! Der hat es so... Saß er und hat es so gezeichnet, ist es falsch rum. Ach Mann, Larry. Wirklich jetzt? Das ist mir so unangenehm für eine nicht existierende Figur, dass ich anfange zu schwitzen.
Oh. Mann, ey. Ach, Mann. Das ist wirklich ehrlich. Das ist wirklich ehrlich. Und dann auch noch zu sagen, oh, 10 Meter. Ja, ja, so. Ist sie hochgeflogen, ey. Mann. Als ich in der runtergekommenen Hütte im Berg lag, Bett lag, habe ich durch die Heiligkeit des Blitzes bemerkt, dass die Brücke brennt. Helligkeit, nicht Heiligkeit. Die Heiligkeit finde ich aber auch gut. Ich habe sie eine Weile von dort aus beobachtet und gedacht, wie schön sie brennen. Dann ungefähr nach 5 Minuten habe ich es gesehen. Die fliegende Angeklagte? Das ist richtig. Da habe ich mich entschieden, zur Brücke zu gehen. Also er war nicht oben. Verstehe, das ergibt alles irgendwie Sinn. Abgesehen von dem Bild selbst. Versteht sich. Ja, dieses Bild ergibt keinen Sinn. Ich muss nur den Künstler davon überzeugen, dass sein Werk lächerlich ist. Den Schock und die Ehrfurcht, all das, die ich empfand, all das habe ich ins Blatt übertragen. Oh Gott, Larry, ich kann nicht mehr. Wirklich. Du hast alles aufs Bild, Blatt übertragen. Ist das dieses Bild? Ja, sensationell, oder? Oder eher skandalös? Jedenfalls hat es meine Gedanken beruhigt. Hat es das? Ja, der Grund, warum sie nicht zu mir kam, obwohl ich auf sie wartete, war, dass sie auf der anderen Seite der Brücke gefangen war. Warte mal. Also, weil... Dass sie von... Also, das erklärt das Bild. Die Frage ist jetzt gerade, warum ist sie von dieser Brücke gesprungen? Mhm. Oder gefallen, während sie brannte? Wobei du ja auch schon das mit der... Mit der Kutte... Ja, sie hat... In Frage gestellt, weil du meintest... Die hat sie abgegeben, die hat sie Phoenix gegeben. Also wer oder was und wie ist alles, glaube ich, noch... Stimmt, durchaus das mit Fragezeichen ist nicht, muss nicht ihres gewesen sein. Oh boy. Oh boy, Tom. Oh boy. Machen die wirklich diese Zwillingsnummer auf? Kann es sein, dass wirklich dieses Spiel noch eine Zwillingsnummer aufmacht zwischen Iris und ja, wie heißt die? Zwischen Iris und der anderen. Die haben wir, glaube ich, nicht im Spiel. Du meinst Dahlia Hawthorne? Oder Melissa Foster? Oder einer oh der Gott, Namen? Eine Drillingsnummer? Das wäre auch gut. It's never twins. Ist das nicht aus Sherlock Holmes? Möglich. Aber das wäre ein Ansatz, wo ich sagen würde, okay, weil beschützen und so weiter und so fort, und da wäre auch sofort ein Motiv da, warum Maya in Gefahr ist. Hm. Aufgrund dieser Verkupplung. Aha. Ja, interessant. Interessant. Interessant, Richter. Hätte es sein können, dass Iris diesen gefährlichen Flug verzweifelt unternahm, um zu mir zu kommen? Das muss es sein. Okay, erwischt. Nettes... Autsch. Fahre fort, bitte. Okay. Bevor es mir bewusst wurde, waren die Flammen aus und er kam angerannt. Du hast die Zeit einfach vergessen? Nun, wenn ich bei einer Sache bin, vergesse ich oft alles andere. Das stimmt, so ist ja schon immer gewesen. Das stimmt. Ich denke, dass zumindest das keine Lüge ist. Phoenix Wright tauchte nach 23:15 Uhr bei der Brücke auf. Wenn er bis dahin gezeichnet hat, hebt das alle Zweifel auf. Abgesehen von Zweifeln an seiner Menschlichkeit vielleicht. Au. Ich glaube, Larry ist kein Mensch. Ist ein Roboter! In diesem Kreuzfeuer wartet ein wichtiger Hinweis auf mich. Diese Aussage ist nichts weiter als eine Täuschung des Gerichts. Aber ich bin mir sicher, dass dort ein wichtiger Kern der Wahrheit verborgen ist. Okay. Gott, dieses Theme ist so gut. Das ist wirklich sehr gut. Möchte ich nochmal hervorheben. Ich war gefesselt im Rausch der Kunst. Ich habe Iris fliegen sehen mit flatternder weißer Haube. Vor der Abendglocke erhalten, schützt vor bösen Geistern. Ja. Geht nicht. Klingt gut. Larry, was hast du an jenem Abend wirklich gesehen? Es interessiert mich nicht wirklich besonders, aber... In deiner Position ist das unverantwortlich. Ich habe genau das gezeichnet, was ich gesehen habe.
Aber war da eigentlich... Weil das sieht ja auch eher nach Haaren aus, oder? Ja, könnte beides sein. Hm. Könnte beides sein. Die lodernde Gestalt. Ich gebe einen ganzen Dollar dafür, dass das die Wahrheit ist. Einen ganzen Dollar. Wenn das wirklich der Fall ist, dann können wir eins mit Sicherheit sagen. Was könnte das sein? Die Person, die über die Brücke geflogen ist, kann nicht die Angeklagte Iris gewesen sein. Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht. Ein dummer Dummkopf mit einer dummen Aussage eines ebenso dummen Dummkopfs. Wie kannst du das mit Sicherheit behaupten? Larry, sag's uns. Laut diesem Bild hat die Person, die du gesehen hast, eine Haube getragen, richtig? Natürlich hat sie das. Diese verfallene Hütte ist ziemlich weit von der Brücke entfernt. Durch die Haube wusste ich, dass dieser fliegende Engel meine Iris war. Die Haube ist meine geliebte Iris und Iris ist meine geliebte Haube. Au! Anscheinend gibt es noch größere Dummköpfe als diesen bei der Verteidigung. Larry, wir müssen dir etwas sagen. Am Mordabend hat Iris ihre Haube nicht getragen. Sie hatte sie Wright geschenkt. Musst du deine Geschichte jetzt ändern? Vielleicht war es ja Wright, der flog? Wovon redest du? Ich denke, du hast genau verstanden, was ich meine. Warum? Warum hatte Nick die Haube von Iris? Hä? Angie! Was war da mit Iris und Nick? Warum du, Nick? Du uns gemeiner Kerl! Aber das ist eine gute Frage. Ne, das haben wir ja schon, als sie die gegeben hat. War so, ne, warum? Ich glaube, dass dieses unglaublich rätselhafte Bild verschwinden wird. Sang und klanglos, direkt im Papierkorb. Ha! Was ist jetzt, Zeuge? Es ist, als ob ich 25 Jahre lang auf diesen Tag gewartet habe. Edgy, heute ist der Tag, an dem ich dich fertig machen werde. Was? Was soll dieser Ausbruch bedeuten, Zeuge? Ich tue es nur ungern, aber ich habe entscheidende Beweise. Entscheidende... Beweise? Iris ist wirklich über die brennende Brücke geflogen. Brücke. Und ich, Loris Solim, werde es beweisen. Es ist sehr unangenehm, wenn man weiß, dass es alles darauf zurückzuführen ist, dass es sie einfach falsch rumgezeichnet hat, diese ganze Nummer. Ich hätte nicht erwartet, das noch einmal zu sagen. Wir werden noch eine weitere Aussage von Ihnen benötigen. Oh, erinnerst du dich an die... Naja. Erzählen Sie uns, was Sie über die Angeklagte, wie sie auf dem Bild zu sehen ist, wissen. Zeigen Sie uns Ihre Beweise dafür, dass dieser Albtraum wirklich war. Okay. Ich hoffe, du bist bereit, Edgy. Denn ich werde dir eine gepfefferte Ladung Schmerzen verabreichen. Du hast du schon die ganze Zeit mit gepfefferten Schmerzladung versorgt. Der harte ganze Musik. Das ist auch sehr, sehr gut. Oh, Beweis, dass Iris flog. Ich hätte, also, dass man das so liest und so denkt, aha, natürlich. Das ist Ace Attorney. Das ist Ace Attorney. Als ich bei der Dämmerbrücke ankam, war sie schon weg. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, also suchte ich fieberhaft überall nach ihr. Dabei habe ich diese schöne Kristallkugel gefunden. Sie war halb mit Schnee bedeckt. Es gab schon mal einen Ort, wo wir uns gedacht haben, da fehlt doch was. Das Foto. Das Foto? Da ist die Kugel. Da ist die Kugel, genau. So, und auf dem... anderen Tatortbild? Nee, wir haben den Stab im... Achso, wir haben den Stab. Ja, richtig, wir haben den Stab. Ja, ja, ja. Getragen von Elise Dunim, als sie noch lebte. Ihre Fingerabdrücke wurden darauf gefunden. Ja. Aber da hast du schon die in Kugel einer fehlt. Der letzten Folgen gesagt, da ja. fehlt die Kugel. Ach, Butze. Ich bin mir sicher, dass Iris einfach eine Ersatzhaube getragen hat. Haube. An jenem Abend hatte niemand sonst eine Kristallkugel verlieren können. Ich glaube immer noch, das ist der Diamant, ne? Eine Kristallkugel. Diese hier, schön, nicht wahr? Der Finder darf sie behalten.
Diese Kugel, wo hast du sie gefunden? Mal sehen, ungefähr hier, mehr oder weniger. Okay. Wer sieht von so? Weil das sieht für mich eher nach Stützen aus. Ich meine mich auch dann zu erinnern, dass ich irgendwo mal gesehen hatte, dass das Stützen waren und keine Seile. Ich glaube, im vorigen Fall mit dem Bild, wo sie beide auf der... Das haben Foto. Sie wahrscheinlich sehr absichtlich gemacht, dass du dir das jetzt nicht nochmal angucken kannst. Ja, 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 ja. Aber ich meine, weil das ist mir irgendwie ist mir aufgefallen. Naja, da hat er sie gefunden. Und sie war halb im Schnee versteckt. Es hatte da schon so ziemlich aufgehört zu schneien. Aber es fielen immer noch ein paar Schneeflocken, als ich zur Brücke ging. Das Gericht akzeptiert diese Kristallkugel. Das ist meine, okay? Die will ich danach wieder zurückhaben. Das ist etwas an der Kugel, nicht wahr? Es ist Blut. Mein Gott, das ist ein Blutfleck. Was? Ein Blutfleck? Aha, hat Blutspuren, ja. Bereit, Edgy? Reagiert er gar nicht drauf. Schon morgen früh wirst du mich Meister Larry nennen. Ja, das hört sich gut an. Keiner wird mich mehr herumschubsen. Wolltest du nicht vor ein paar Minuten nach Loris Donim heißen? Ausgedrückt. Ja, ach so, ja richtig, da war ja was. Beweis das Iris Flug. Wie, das war's jetzt? Nee. Als ich bei der Dämmerung ankam, war sie schon weg. Also bist du zur brennenden Brücke gegangen. Das ist richtig, um Iris zu treffen. Sie flog, um zu mir zu kommen. Wenigstens hätte ich sie auf halbem Weg treffen können. Aber die Angeklagte war nicht bei der Brücke, als sie dort ankamen, sagten sie. Ich denke, sie ist zum Hasakura-Tempel zurückgeflogen, dachte ich. Zurückgelaufen. Sie ist schließlich ein Mädchen. Sie wollte bestimmt so schön wie möglich aussehen. Es muss fantastisch sein, in Larrys Fantasiewelt zu leben. Aber es ist so frustrierend, dass ich nicht die Energie habe, darauf hinzuweisen. Und was haben sie als nächstes getan? Wenn mir solche Sorgen macht, also such dich fieberhaft nach ihr. Du hast also überall nach ihr gesucht. Weißt du, sie ist ziemlich hochgeflogen. Ich dachte, sie hätte sich bei der Landung verletzt. Hey, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also, als ich das erste Mal aus der Hütte ging, habe ich eine Banane gegessen. Ich war mir ziemlich sicher, die Schale irgendwo dorthin geworfen zu haben. Kann dieser Kerl wirklich so blöde sein? Hast du denn irgendwelche Spuren ihrer sogenannten Landung gefunden? Also, ich kann mich nicht richtig gerade erinnern. Ich bin andauernd über meine eigenen Füße gestolpert und war eine Weile beschäftigt. Sie sind über ihre eigenen Füße gestolpert? Ja, der Schnee war tief und da lag sogar irgendwie eine Bananenschale. Das ist unglaublich. Das ist wirklich... Jupp, es gibt Dumm und dann gibt es Larry Butts. Kurz gesagt, sie haben keine Spuren von ihrer Landung gefunden, richtig? Was ist als nächstes passiert? Dabei habe ich diese schöne Kristallkugel gefunden, war halb mit Schnee bedeckt. Halb bedeckt. Sie lag im Schnee mit einer kleinen Schneehaube bedeckt. Sie war ziemlich schwer zu finden. Ich meine, es war ja auch noch dunkel. Ich bin beeindruckt. Gut, dass Sie sie gefunden haben. Egal, was du von mir denkst, wenn du mich siehst, ich bin Profi. Sicherheitsprofi. Ich hatte eine Stiftlampe, die ich mir von der Firma ausgeliehen hatte. Und die Kugel hat richtig hell gefunkelt, als wollte sie sagen, hier bin ich. Sie sieht wirklich wie die Kristallkugel von Iris Haube aus. Aber darf ich dich erinnern, dass sie ihre Haube an jedem Abend nicht getragen hat? Bin mir sicher, dass Iris einfach eine Ersatzhaube getragen hat. Jede Nonne hat ihre eigene Haube und sie bekommen lediglich eine zugeteilt. Davon habe ich keine Ahnung, okay? Und Iris ist was Besonderes verstanden. Auch wenn sie eine Ersatzhaube gestohlen haben sollte, verzeih ich ihr das. Das führt zu nichts. Endstation für heute, wie es aussieht. Aber diese Kristallkugel wurde in der Nähe der Brücke gefunden. Das ist ein Fakt. Wenn sie nicht von der Haube stammt, woher dann? Das ist die Frage, die ich beantworten werde.
So, hatte niemand sonst eine Karte. Da könnten wir gleich präsentieren. Könntest du. Der Richter hat ja auch gerade einen sehr eindeutigen. Ob ich jetzt das Foto hier präsentiere, weil da ist die Kugel drauf. Oder ob ich den Stab präsentiere. Wahrscheinlich kann man beides machen. Aber ich würde das hier präsentieren. Okay. Man kann beides machen. Okay, super. Ah, dann Larry. Das ginge sogar am dritten Statement. Ah, okay. Es geht an zwei Statements hier. Nice. An jenem Abend, jemand war dort. Jemand, der eine Kristallkugel verloren hat. Wirklich? Wer? Wer war dieser Idiot? Frau Elise Donim, die Mentorin eines Vollidioten. Das Opfer? Ich habe hier ein Foto von ihr. Ganz unauffällig. Und am Ende ihres Stabs kann man eine uns bekannte Kristallkugel sehen. Hey! Das ist mein Foto, gib's hier zurück! Oh, au! Eine Kristallkugel wie diese ist ziemlich leicht zu finden. Ich selbst trage so eine auf meiner Brosche. Was, wo? Ich wollte gerade sagen. Die sieht nicht mal annähernd ähnlich aus. Ja, wirklich. Jedenfalls, sehen Sie sich bitte das hier an. Ah ja, okay. Das ist der Stab des Opfers, der am Tatort gefunden wurde. Ah, die Kristallkugel, sie ist weg. Was? Was soll das nur bedeuten? Wenn jemand an jenem Abend über die Brücke gesprungen oder geflogen ist, dann kann das jedenfalls nicht ihres gewesen sein, denn sie hat ihre Haube nicht getragen, was noch wichtiger ist. Die Kristallkugel, die bei der Landebahn gefunden wurde, war auch nicht ihre. Okay. Warte mal. Ja, das heißt, die Person, die geflogen ist... Ganz kurz? Ja. Luft anhalten? Ich halte die Luft an. Wie lange noch? Nach Tod 3 Meter. Weil jetzt könnte es sein, dass der Mordort, der Ort des Mordes, ja die Brücke sein ist. Weil wenn sie... Viel nach dem Tod 3 Meter. Nee, das könnte zu hoch sein. Aber wenn er die Kristallkugel da gefunden hat. Okay, na gut, okay. Reden Sie weiter. Und die Kugel wegwarf, war das Opfer Frau Elise Donim. Ein Dummkopf zusammen mit einem weiteren Dummkopf. Dabei kann nur Dummes herauskommen. Erstens ist dieses Bild, das ich eher gekritzelt nennen würde, lächerlich. Menschen können nicht fliegen, deshalb ist es abgelehnt. Das kannst du nicht tun, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Und diese Kristallkugel, sie ist nichts weiter als eine falsche Spur. Das glaubst du im Ernst? Denk darüber nach und du wirst sicher genauso denken, Miles Edgeworth. Elise Donim war am Mordabend in ihrem Zimmer. Es gab keinen Grund für sie, zur Dämmerbrücke zu gehen. Deshalb kann die Kugel nicht mit diesem Fall in Verbindung stehen. Das ist alles. Franziska von Karma. Die einzigen, die diese Erklärung akzeptieren, sind Dummköpfe und Clowns. Warum zeigst du auf mich? Kennt ihr Pi? Oh, ich liebe Pi. Die Kristallkugel des Opfers wurde am Mordabend in der Nähe der Brücke gefunden. Und du willst uns glauben machen, sie hätte nichts mit dem Fall zu tun? Diese Kristallkugel. Sie wurde nach dem Mord wahrscheinlich bei der Brücke weggeworfen. Nach dem Mord? Da ist doch Blut auf der Kristallkugel, oder nicht? Das liegt natürlich nahe, dass sie nach dem Mord weggeworfen wurde. Der Mörder legte sie dorthin, um die Ermittlungen von der Spur wegzulocken. Aus dem gleichen Grund fertigte er auch dieses lächerliche Bild an. Was? Da muss er erstmal schalten. Du meinst, ich bin der Mörder? Das stimmt nicht! Genug der Witze. Wann ist diese Kristallkugel denn in der Nähe der Brücke aufgetaucht? Bis das nicht bewiesen ist, glaube ich nicht, dass sie etwas mit dem Fall zu tun hat. Da hat sie recht.
Es gibt keine Beweise, dass in East Dunim am Abend des Hasakura den Hasakura-Tempel verließ. Wenn aber irgendwie bewiesen werden kann, dass diese Kristallkugel weggeworfen wurde, bevor das Opfer ermordet wurde, dann verwandelt sich dieser Fall in etwas ganz anderes. Ihre Antwort, Herr Edgeworth. Ich möchte Ihre abschließende Meinung zum Fundort dieser Kristallkugel wissen. Sollte sie nichts mit diesem Fall zu tun haben, oder vor Ihnen aufgerufene Zeuge, nichts weiter als eine übergroße Zeitverschwendung. Bereite dich schon mal auf eine angemessene Bestrafung vor, Miles Edgeworth. Kann ich es beweisen? Kann ich beweisen, dass die Kristallkugel vor dem Mord weggeworfen wurde? Kann ich das beweisen? So, jetzt passieren langsam Dinge. Jetzt wird es tatsächlich mal wieder relevant. Jetzt passiert mal wieder was mit Mord und so. Nicht nur Larrys dummes Gelaber. Vor dem Mord, darum geht's, ne? Genau, kannst du beweisen, dass die Kristallkugel vor dem Mord weggeworfen wurde? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen und die Detektiv Mats Leubner heute beantworten möchte. Ich frage mich ja, wo der Stab gefunden, der war hier, ne? Da war keine Kugel drin. Vor dem Mord. Uff. Da sind Fußspuren. Das war Phoenix, ne? Das war die Kiste. Halb mit Schnee bedeckt. Hat Blutspuren. Halb mit Schnee bedeckt. Halb mit Schnee bedeckt. Es hat aufgehört zu schneien. Bis 22:50 Uhr. 22:50 Uhr. Der Mord hat stattgefunden. Ja, dann... Obwohl, nee, 22... Ach, shit, ja, nee, nicht so einfach, okay. Obwohl, wenn noch Schnee drauf war... Wenn noch Schnee drauf war, muss sie eigentlich bis 22:50 Uhr weggeschmissen worden sein? Nee, eigentlich auch noch davor. Ja, davor. Und darum geht's ja. Du willst ja sagen, dass... Ich will beweisen, dass sie davor... Also, der Schnee ist, glaube ich, sehr merkwürdig gerade, ne? Das heißt auf jeden Fall, dass es noch geschneit haben muss. Ja, es muss noch geschneit haben. Halb mit Schnee bedeckt heißt auch nicht nur... 2 Minuten. Und hier ist ja kein Schnee auf ihr. Das heißt, sie ist da zumindest abgelegen, nachdem es aufgehört hat zu schneien. So, Mats. Jetzt kombinierst du. Also, ich denke, wir können. Ja. Sie also ist da. Also, sie liegt da und da hat es nicht mehr geschneit. Ja. Die Kugel liegt da, da hat es noch geschneit. Das heißt, es muss vor dem Mord erstmal so, ne? Ja, können wir. Krieg ich hin. Krieg ich total hin. Auf jeden Fall. Ein gutes Gefühl dabei. Kann ich es beweisen? Darum geht es nicht. Ich muss es einfach beweisen. Das ist die einzige Möglichkeit, es zu beweisen. Das würde er tun. So würde Phoenix Wright es machen. Euer Herren, erlauben Sie mir, etwas zu beweisen. Ich werde beweisen, dass die Kristallkugel maßgeblich zur Lösung dieses Falls beiträgt. Was werden Sie tun? Der Ausdruck in deinen Augen erinnert mich an Phoenix Wright, wenn er in die Ecke gedrängt ist. Das ist nicht überraschend. Denn in diesem Augenblick bin ich Phoenix Wright und ich bin in die Ecke gedrängt. Oh. Ich befehle Ihnen, Ihren Beweis vorzulegen, Herr Edgeworth. Ein Beweis dafür, dass die Kristallkugel wirklich vor dem Mord weggeworfen wurde. Also ist es jetzt wieder der Wetterbericht? Nee. Wie kann... So. Also hier ist jetzt das Foto. Oder beweise ich jetzt mit der Kristallkugel halt mit Schnee bedeckt? Weil es ist eine rein pragmatische Frage jetzt. Ja, also... Da steht ja halb mit Schnee bedeckt.
Genau. Ja. Ein Beweis dafür, dass die Kristallkugel wirklich vor dem Mord weggeworfen wurde. Ja. Und der Beweis ist der Schnee, der auf der Kugel war. Leuchtet zumindest ein. Nur die Frage, ob das Spiel das so sieht, wie ich das jetzt vorhabe. Wenn ich jetzt die Kugel präsentiere... Ich würde dich nicht aufhalten. Diesen subtilen Hinweis nehme ich zur Kenntnis. Du hättest auch das Crime-Foto selbst. Ah, oh, okay, okay. Aber die Wetterdaten hätten tatsächlich nicht funktioniert, soweit ich weiß. Deswegen hatte ich jetzt kurz Angst, dass du darauf gehst. Uff. Naja, gut, okay, er hat gesagt, ja, gleich, ja. Ja. Diese Kristallkugel, sie war halb mit Schnee bedeckt, richtig? Das ist richtig. Wenn es nicht aufgehört hätte zu schneien, wäre das Spiel aus gewesen. Dass wir jetzt natürlich diese Aussage von Larry, der uns die ganze Zeit entweder Blödsinn oder Lügen erzählt hat, dass wir die aber jetzt für voll nehmen, ist auch gewagt. Der Schnee hätte sie dann komplett bedeckt. Das ist alles, was ich von dir hören wollte, Larry. Deine Aussage macht eine Sache ziemlich deutlich. Was? Als die Kristallkugel weggeworfen wurde, schneite es, wenn auch nur leicht. Es schneite. Andererseits wollen wir den Tatort genauer betrachten. Wie schon früher bewiesen wurde, liegt kein Schnee auf der Leiche des Opfers. Oh. Also, aus diesem Grund muss die Kristallkugel vor dem Mord weggeworfen worden sein. Ui. Was? Gott sei Dank hat's geschneit. So gute Musik. Ruhe! Am Mordabend ist das Opfer tatsächlich zur Dämmerbrücke gegangen. Und dort ist etwas passiert, wodurch sich die Kristallkugel gelockert hat. Was könnte das gewesen sein? Diese Kugel. Da ist doch Blut drauf, oder nicht? Erlauben Sie mir, an diesem Punkt eine gewisse Möglichkeit zur Sprache zu bringen. Der eigentliche Tatort war in der Nähe des Fußes der Dämmerbrücke. Jetzt, ja. Jetzt wird's ernst. Der Mord geschah also nicht im Innenhof des Hasakura-Tempels? Nur ein Dummkopf würde so ein schwachsinniges Stück großer Dummheit vorbringen. Eieiei. Er ist hier der Dummkopf. Welcher Teil ist so schwachsinnig, Franziska? Hast du denn die ganze Zeit über nicht aufgepasst, Miles Edgeworth? Die Schwester hat alles gesehen. Sie sah, wie die Angeklagte das Opfer im Innenhof des Hasakura-Tempels ermordete. Naja, eben nicht, ne? Mhm. Das ist nicht ganz wahr, oder? Genauer gesagt hat sie gesehen, wie die Mordwaffe aus dem Körper des Opfers gezogen wurde. Ja, das ist doch das Gleiche. Nein, das ist es nicht. Ist es doch. Nein, ist es nicht. Ist es wohl. Doppelt ist es das nicht. Immer zweimal mehr. Du hast es selbst gesagt. Beim Eindringen der Klinge tritt nur sehr wenig Blut aus. Allerdings tritt sehr viel Blut aus dem Körper aus, wenn die Klinge herausgezogen wird. Darf ich übrigens anmerken, dass das Schwert ja wirklich eigentlich durchgegangen ist? Und das, also das ist ja auch eine Austrittswunde? Oder ist das dann, also muss ja schon sehr scharf sein, dass da nicht viel Blut austritt? Ich frage nur, also gerade bei dieser Art Schwert. Ja, muss eigentlich alles rausgekommen sein. Immer Blut. Ja, immer Blut. Vielleicht ist es ja immer noch so, ja. Das wäre keine geschlossene Wunde. Wenn diese Aussage wahr ist, dann könnte die Dämmerbrücke sehr wohl der Tatort sein. Ich glaube, das war aber auch Thema in einer der vergangenen Folgen. Ja, ich erinnere mich auch gerade gut dran. Die Mordwaffe ist nicht entfernt worden, deshalb hat es auch nicht geblutet. Du vergisst eine wichtige Sache, Miles Edgeworth. Elise Dunims Leiche ist im Hasakura-Tempel gefunden worden. Schneemobil. Zu Fuß braucht man 15 Minuten von der Dämmerbrücke bis zum Hasakura-Tempel. Und du schlägst vor, dass jemand die Leiche den ganzen Weg getragen haben soll? Nee. Ich bin so weit gekommen, ich muss es zu Ende bringen. Ich muss nur die Möglichkeit beweisen, dass es so gewesen sein könnte. Wenn die Verteidigung bereit ist, würde ich gerne eine Erklärung hören. Zeigen Sie uns, wie die Leiche des Opfers zum Hasakura-Tempel gebracht wurde. Schneemobil. Schneemobil. Larry, sag mal Schneemobil. Das war wirklich der beste Beweis. Ja. So, ja, das würde ich sagen. Ja, muss ich sagen. An jenem verschneiten Abend
kann die Leiche nur auf eine Art und Weise transportiert worden sein. Mit dem Schneemobil. Wie wir wissen, wurde das Schneemobil an jenem Abend benutzt. Die Erklärung hierfür war, dass die Mordwaffe so beseitigt werden sollte. Aber es hätte auch zum Transport der Leiche benutzt werden können. Das ist völlig inakzeptabel, Miles Edgeworth. Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt. Was willst du damit sagen? Die einzige Person, die das Schneemobil benutzt haben kann, war die Angeklagte. Sie ist die einzige, die die Leiche transportiert haben kann. Ja. Der Sarg ist zugenagelt. Ja. Du bist zu spät dran, Franziska von Karma. Und die Verteidigung hat tatsächlich etwas ganz anderes bewiesen. Wir haben bewiesen, dass in diesem Fall weitere Ermittlungen nötig sind. Was? Wo ist das Opfer? Elise Dunim wirklich umgebracht worden? Wenn ihre Leiche transportiert wurde, dann aus welchem Grund? Und abschließend... Was soll dieses Bild bedeuten? Was soll es bedeuten? Was? Du zerbrichst dir sogar darüber den Kopf? Solch eine Kreatur könnte niemals die Wahrheit sehen und auch noch beschreiben. Dieser Zeuge sitzt für wahr auf einem der niedrigsten Äste der Menschheit. Oh, wow. Boah, das trifft sogar mich. Auf der niedrigsten Äste der Menschheit. Und der Baum ist, also, okay. Das ist ein fromm Software-Dialog. Aber hallo. Ich wette, Larry ist auch irgendwo auf so einem Baum sitzt. Aber er würde nie eine Lüge verbreiten, die sein geliebtes Mädchen verletzen würde. Er hat das gezeichnet, also ist es etwas, was das wirklich passiert ist. Verteidigung beharrt auf diesem Standpunkt. Edgy, vielen Dank. Also ist es entschieden. Unter solchen Umständen kann ich kein Urteil verkünden. Na. Right. Es sieht so aus, als hätte ich hier meinen Teil erfüllt. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Franziska von Karma, du bist eine wundervolle Partnerin. Oh, wie bitte? Es gab einen Grund, nur einen einzigen, warum ich hier bin. Die Dunkelheit, die in diesem Fall lauert, aufzudecken und dann an Wright weiterzugeben. Wirklich? Darum geht es hier? Das hättest du mir von Anfang an sagen sollen. Dann hätte ich die ganzen Peitschenliebe von Franzi Arno, da habe ich nicht mehr gelesen. Dein Bout stand da, glaube ich. Was? Miles Edgeworth, es ist mir egal, wozu du hier warst. Das war meine Chance, dich unter meinem Absatz zu zerquetschen. Welche Schande, dass dir diese Schanze entronnen ist. Welche Schande, Franzi? Das ist alles deine Schuld. So ein schrecklicher Zeuge. Du bist eine Beleidigung für das Rechtssystem. Au, 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 au. Verlange Genugtuung. Au, 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 au. Holy shit. Ja, aber direkt einen neuen Mordfall. Ja. Kann ich glauben, dass die Aussage des Zeugen mit dem Fall hier zu tun hat? Und irgendwas. Aber es muss eine Art Antwort auf die aufgeworfenen Fragen geben. Waren die heute gehörten Worte Wahrheit oder Lüge? Fahren Sie es beim nächsten Mal, ja. Bei X-Faktor. Ja. Das nächste Mal, wenn wir uns in diesem Gerichtssaal versammeln, sind das die Dinge, die angesprochen werden müssen. Ich zähle auf gründliche Ermittlungen seitens der Verteidigung und Anklage. Und hiermit liegt der Rest in deiner Hand, Wright. Das Gericht ist vertagt. Ist das Gericht vertagt? Ja. Ich dachte, ein Gericht vertagt. Was? Naja, das, also, ach, ist ja... Aber beim nächsten Mal geht's tatsächlich nochmal in die Investigation zurück, weil wir, wie Edgeworth schon sagt, wir haben nicht genug. Und er sagt, jetzt liegt's in Wrights Hand. Ja. Weil potenziell haben wir jetzt einen neuen Tatort. Das stimmt, ich war auch gerade so, also, weil dann dieses Schwert rausziehen ist ja vielleicht eher der Wunsch zu helfen. Vielleicht hat sie da ja wirklich auch noch gelebt, aber die eigentliche... Nummer kann eigentlich dann bei der Brücke stattgefunden haben.
Schneemobil spielt eine Rolle. Schneemobil spielt eine Rolle. Und die Frage ist natürlich, wer ist jetzt da von der Brücke gestürzt? Ja. Von der brennenden, ne? Das stimmt. Und warum? Weil Motiv haben wir auch immer noch nicht. Da sind wir noch überhaupt nicht dran. Das stimmt auch. Und Maya ist immer noch... Maya ist immer noch weg, das stimmt. Auch das. In Gefahr. Ach ja, richtig. Ja, die sitzt auf diesem Eisblock wahrscheinlich. Spannend. Ah, ja, also jetzt finde ich... Ja, jetzt kommt es jetzt ins Rollen. Jetzt kommt es in Gang und jetzt hat man auch so langsam so ein paar Punkte, wo man sich so drauf fokussieren kann und es ist nicht alles so in jede Richtung. Und Larry sollte auch erledigt sein. Das sind alles Dinge, die auf die Pro-Liste kommen. Das ist alles. Wir ermitteln Pro und Contra. Contra war Schwester Bikini. Ja. Aber jetzt haben wir ein bisschen was für die Pro-Liste. Also das wird noch richtig spannend. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal, wenn es damit weitergeht, wenn wir mit den Untersuchungen erneut, also den Ermittlungen erneut beginnen und noch diverse Sachen aufdecken müssen. Oho. In diesem Fall. Aha. Da kommt schon noch ein bisschen was. Oh ja. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.